Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family und heute geht es um das Thema Sauerstoff in der Nacht. Dass Sauerstoff wichtig ist zum Leben, ist jedem klar. Problem ist, wenn der Sauerstoff zu wenig wird, wenn der Sauerstoffgehalt im Blut sinkt, dann haben wir Schwierigkeiten und das kann natürlich tagsüber passieren, aber das passiert vor allem nachts. Es gibt beim Sauerstoff gibt es ein paar wichtige Rahmenwerte. Das eine ist einmal der prozentuale Sauerstoffanteil. Der sollte, wenn man das misst mit so einem Pulsoximeter, der sollte nicht unter 90 liegen. Mit 90 ist der auch schon niedrig, aber unter 90 auf jeden Fall grenzwertig und problematisch. Wenn man das im Blut feststellt, dann sollte es bei ungefähr 60 Millimeter pro Quecksilbersäule liegen. Also auch da nicht tiefer, eher höher. Nur zu wenig Sauerstoff im Blut bedeutet, dass die Versorgung des Körpers, der Zellen, der Nerven, der Muskeln unzureichend ist und vor allen Dingen aber auch die Versorgung vom Gehirn. Und Sauerstoff sorgt nicht nur dafür, dass unsere Mitochondrien das brauchen zum Energieerzeugen, also die Energie- und ATP-Entwicklung, sondern Sauerstoff wirkt auch als Oxidant, um Radikale zu neutralisieren. Viele sprechen von Vitamin C oder OPC oder anderen tollen Sachen, aber vergessen oft, dass wir das Beste eigentlich schon einfach so mitkriegen, das ist nämlich der Sauerstoff. Und es ist unglaublich wichtig, dass wir genug Sauerstoff bekommen. Es gibt zwei Gründe, warum Sauerstoff problematisch sein kann. Das eine nennt man Ventilation, das andere nennt man die Perfusion. Ventilation heißt, dass genug Sauerstoff in die Lunge reinkommt. Und Perfusion bedeutet, dass genug Blut da ist, um das Ganze auch aufzunehmen. Also ein Blutmangel, eine Blutarmut kann einmal ein Problem sein oder aber der Mangel an Luft, die in den Körper reinkommt. Und jetzt kommen wir zu den 15 Punkten, wie man das lösen kann. Ich habe mir eine Liste gemacht dafür, damit ich auch wirklich alle 15 habe und dran denke und es wirklich akkurat läuft. Also nicht wundern, wenn ich hin und wieder von meiner Liste ablese, um euch zu sagen, welche die besten Punkte sind. Aber vielleicht noch vorweg, woher weiß ich, dass ich einen Sauerstoffmangel habe? Das eine kann sein, wenn ich mich tagsüber müde fühle, erschöpft, schläfrig, nicht so richtig aus dem Knick komme, wenn ich unkoordiniert bin, so ein bisschen fahrig werde. Das ist so typische Hinweise für Sauerstoffmangel oder wenn das Herz anfängt zu rasen, so Herzflattern, Herzrasen, wenn der Blutdruck hochsteigt, wenn ich Kopfschmerzen bekomme. Das sind alles Hinweise für einen Sauerstoffmangel. Jeder, der das im Moment bekommt, aufgrund von der Maske, die er eventuell tagsüber tragen muss, hat da vielleicht einfach einen chronischen Sauerstoffmangel und für die Personen sind natürlich diese Tipps hier absolut wichtig. Auch entscheidend, jeder von euch muss selber entscheiden, wie oft er sich das erlaubt, die Maske auch wieder mal zu entfernen und frische, gute Luft zu atmen und wie oft das möglich ist. Das muss jeder für sich selbst bewerten und einschätzen. Mein Tipp ist, je öfter, desto besser natürlich. Okay, kommen wir zu den Punkten, oder? Also, das eine, was wichtig ist, wenn ich Sauerstoff anreichern möchte und erhöhen möchte, dass ich genug Eisen in meinem Blut habe, also muss ich über die Ernährung arbeiten und gucken, dass ich genug Eisen aufnehme. Das mache ich mit Linsen zum Beispiel, mit grünem Blattgemüse, tatsächlich dunkle Schokolade kann das schaffen, also ist auch eine Möglichkeit. Dann gibt es die Hirse, die ist eisenhaltig. Wir haben die Sonnenblumenkerne, sind eisenhaltig. Wir haben die Kürbiskerne, sind eisenhaltig. Also diese Dinge einfach ein bisschen mehr aufnehmen, damit genug Eisen im Blut ist, dass das Sauerstoff auch gebunden werden kann in den Erythrozyten. Das sind die, die den Sauerstoff binden, die roten Blutkörperchen. Okay, Punkt 1. Punkt 2, Vitamin D. Man hat herausgefunden, dass die Vitamin D-Level auch abhängen oder zusammenhängen mit dem Sauerstoff. Das heißt, die Art, wie der Körper Sauerstoff verarbeitet und mit dem Sauerstoff umgehen kann, ist ebenfalls abhängig von dem Vitamin D3-Level. Der sollte ausreichend hoch sein. Man sagt so zwischen 80 und 100 Nanogramm pro Deziliter sollte der haben. Das wäre wichtig. Dann funktioniert es optimal. Dann ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, Punkt 3, Training und Sport. Das heißt, wenn ich trainiere, sorge ich dafür, dass ich das ganze Atemsystem mehr benutze, dass meine Lunge mehr trainiert wird, sich mehr ausdehnt, mehr ausbaut, dass mein ganzes Herz-Kreislauf-System besser pumpt, mehr pumpt. Da muss natürlich jeder schauen,
wie viel kann er machen an Sport. Es ist nicht wichtig, dass ich eine Stunde joggen gehe. Es ist auch nicht wichtig, dass ich Hochleistungssport mache. Es reicht, wenn ich für 7 bis 15 Minuten den Körper mal so richtig anstrenge und kurz den Puls hochbringe mit verschiedenen Übungen. Ich bin ein Fan von dem kurzen Intervalltraining oder dem 7-Minuten-Training. Da findet ihr ganz viele Informationen zu. Auch hier bei YouTube, aber auch im App Store. Da gibt es Handy-Apps oder Dinge, die euch da helfen können. Einfach kurzes, knappes, knackiges Training. Und jeder bitte immer in der Intensität, in dem es ihm möglich ist. Jede Bewegung hilft, selbst wenn es nur Spazierengehen ist. Okay, der nächste Punkt ist, hängt damit zusammen ein bisschen, ist frische Luft. Punkt 4, frische Luft. Rausgehen, raus aus den vier Wänden, raus aus der Wohnung, sofern es möglich ist, draußen spazieren gehen. Das geht in der Regel selbst in den härtesten Lockdown-Zeiten, dass ihr spazieren gehen könnt. Nehmt euch die Zeit, geht 20 Minuten, 30 Minuten am Tag einfach an die Luft und tankt frischen Sauerstoff. Dann das nächste ist, heißt die Luftqualität zu Hause verbessern. Das bedeutet, einmal könnte man hergehen und nachts die Fenster auflassen, geöffnet lassen. Dadurch kommt immer genug Sauerstoff rein. Und das andere ist eine Idee, dass man Pflanzen aufstellt, die Sauerstoff produzieren. Auch im Schlafzimmer. Normalerweise sagt man im Schlafzimmer keine Pflanzen, weil die ja CO2 nachts abgeben. Tagsüber nehmen sie CO2 auf, nachts geben sie das ab. Und da muss man aufpassen, dass das CO2 natürlich nicht zu hoch wird. Aber es gibt bestimmte Pflanzen, die geben nachts Sauerstoff ab. Und dazu gehören 7 Pflanzen. Das eine sind die Friedenslilien, dann das chinesische Immergrün, die Chrysanthemen, aber nur wenn sie blühen. Die Geldpflanze oder Teufelsefeu, die Spinnenpflanze und die Schlangenpflanze und die Farne. Diese ganzen Pflanzentypen gehören dazu. Wer sich das jetzt nicht alles merken kann, gar kein Problem. Wir werden zu diesem Video auch einen Blogbeitrag haben. Den könnt ihr über unsere Website kriegen, praxisfamily.com. Dann geht ihr einfach auf den Blog und da findet ihr dann zu dem Thema Sauerstoff, findet ihr dann, müsst ihr einfach in die Suchzeile eingeben, entsprechend diese Auflistung von diesen ganzen Sachen. Also ihr müsst euch das jetzt hier nicht alles merken, ihr könnt es dann da nochmal finden. Dann das nächste, was sehr gut ist, ist Punkt 6, ist das Singen. Wenn ihr singt, sorgt ihr dafür, dass ihr all die ganze Muskulatur rund um den ganzen Rachen, Hals, Stimmbänderbereich trainiert und dadurch die Atmung freier bleibt. Ja, eins der großen Hindernisse und Probleme ist ja, wenn die Atmung nicht so richtig möglich ist in der Nacht, weil ihr vielleicht schnarcht, ja, weil sich die Zunge nach hinten fällt oder weil irgendwie der Hals nicht stabil genug ist von der Muskulatur, von der internen Muskulatur, dann kann es passieren, dass ihr einfach zu wenig Sauerstoff kriegt. Und das ist auch so ein Hinweis, wenn es nachts zu wenig Sauerstoff gibt, man nennt das dann Schlafapnoe, dass ihr plötzlich aufwacht und so nach Luft ringt, so plötzlich tief einatmet zum Beispiel. Das sind so Hinweise, dass ihr nachts unter Umständen zu wenig Sauerstoff kriegt. Aber auch das Schnarchen selber ist ein Hinweis. Also deswegen singen. Singen hilft. Ja, singen ist für viele, viele Sachen gut, aber auch dafür. Dafür hilft es eben auch sehr gut. Dann, wenn ihr Probleme habt mit den Nebenhöhlen, dass die chronisch zu sind, dass ihr eine chronisch verstopfte Nase habt, chronisch verstopfte Nebenhöhlen, immer wieder Entzündungen, dann ist es wichtig, hier auf die Ursachensuche zu gehen. Es gibt im Grunde 3 wichtige Gründe, warum die Nebenhöhlen ständig zu sind. Das eine ist eine chronische Infektion, meistens mit Streptokokken, die in den Nebenhöhlen sind. Das zweite ist, dass es sein kann, dass ihr Nahrungsmittelunverträglichkeiten habt und deswegen die Schleimhäute anschwellen als Reaktion passend zum Darm, weil es auch im Darm die Entzündung gibt, dann gibt es die auch in anderen Schleimhautbereichen. Und das dritte kann sein, dass ihr vielleicht Schwierigkeiten habt mit dem Thema Histamin, also entweder Histamin in den Lebensmitteln oder Histamin, das der Körper selber herstellt, oft und nicht selten durch eine instabile Halswirbelsäule und dann schwillt auch alles an. Das muss man raustesten, das muss man einfach prüfen. Wir haben dazu dieses Dr. Mama-System bzw. die Möglichkeit, über die Ferntestung das rauszufinden, was genau das ist. Okay, dann haben wir als nächstes Alkohol. Alkohol vermeiden ist wichtig, wenn man Schwierigkeiten mit dem Sauerstoff hat, weil der Alkohol dazu führt, dass nachts die ganzen Muskeln immer schwächer und schlapper werden und dann fällt alles im Hals und im Mund zusammen und dann fängt man Schnarchen an, kriegt man weniger Sauerstoff. Also wer regelmäßig abends sein Feierabendbier trinkt, das ist ein Grund. Wer einmal im Monat einen Sekt trinkt auf dem Geburtstag, das ist nicht der Grund.
Okay? Also das ist wichtig, das regelmäßige Stoppen. Dann ist auch entscheidend, dass ihr genug schlaft, dass ihr genug Schlaf bekommt, weil wenn ihr übermüdet seid, dann ist es auch so, dass die Muskulatur ihre Spannung, ihre Grundspannung verliert und auch alles in sich zusammenfällt. Das heißt, gerade für die Nachteulen, die so sehr, sehr lange noch wach sein können und vielleicht erst um 12, 1 Uhr ins Bett kommen wirklich, aber vielleicht schon wirklich wieder um 6 oder 7 aufstehen müssen, da kommt nicht genug Schlaf zusammen und dann ist das die Schwierigkeit. Anderes ist, wenn ihr eine chronische Schlafproblematik habt und einfach nicht genug Schlaf bekommt, weil der Schlaf gestört wird durch irgendwelche Prozesse. Da ist dann wichtig, dass man die Schlafqualität verbessert. Dafür haben wir auch schon mal ein Video gemacht hier im Kanal. Müsst ihr mal schauen, in der Suchzeile einfach mal eingeben, Schlaf, und dann seht ihr das Schlafvideo. Okay, dann haben wir das Rauchen. Gut, klar, Rauchen. Rauchen sorgt dafür, dass eure Lungen nicht mehr so effektiv sind. Das heißt, ihr kriegt nicht mehr genug Blut und Sauerstoff in Kontakt, weil das alles verklebt und verbappt. Also deswegen ist es schon logisch, wer da Schwierigkeiten mit dem Sauerstoff hat, sollte das Rauchen an den Nagel hängen. Das ist sowieso sehr zu empfehlen, wenn man das noch macht, dass man das aufhört und nicht mehr tut. Dann ist es so, dass das Schlafen, die Schlafposition eine Rolle spielt. Wir sind jetzt bei Punkt Nummer 11. Schlafposition heißt, wenn ich ein Problem habe mit dem Sauerstoff, dann sollte ich möglichst auf der Seite schlafen, weil da mein Brustkorb maximal entlastet wird. Auf dem Bauch schlafen ist ganz schlecht und auf dem Rücken schlafen ist tatsächlich da auch nicht gut, weil es sein kann, dass das Gewicht vom Brustkorb oder der Brustmuskulatur oder vielleicht auch der weiblichen Brust einfach den Brustkorb runterdrückt, wenn alles ein bisschen erschlafft, und dann tut der Körper sich unter Umständen schwer dagegen zu arbeiten. Und da ist es besser, auf der Seite zu schlafen, dann funktioniert die Atmung freier und mit weniger Problemen. Das ist auch ein Grund, warum es die stabile Seitenlage gibt in Notfallsituationen, weil dort die Atmung am besten gewährleistet ist. Also von daher kann man das mit annehmen. Das nächste ist gutes Wasser trinken. Gutes Wasser bedeutet oder hat den Grund, dass alles hydriert ist. Das heißt, es sollte Wasser sein, das wirklich zellgängig ist. Also ist entweder ganz normales stilles Wasser mit einer guten Qualität oder aber Wasser, das in Pflanzen vorkommt. Also wenn ihr frisch gepresste Sachen macht, Gemüsesäfte, Kräutersäfte, Pflanzensäfte oder Kräutertees sind auch in Ordnung oder Kokoswasser, sowas kann man nehmen. Um das alles zu hydrieren, das System. Okay, dann kommt Punkt 13. Punkt 13 ist spannend, das sind Atemübungen. Das ist was ich jedem empfehle, im Alltag zu machen. Vor allen Dingen, wenn ihr im Alltag merkt, euch wird schwindelig, vielleicht weil ihr wirklich auch wieder mit Maske rumlaufen müsst. Die Atemübungen, gibt es zwei Typen von Atemübungen. Das eine ist die Buteyko-Atmung. Bedeutet, dass ihr ganz einfach nur tief einatmet und ausatmet in einem ruhigen Rhythmus. Wirklich mal so für 1 bis 5 Minuten einatmen, ausatmen. Und zwar macht ihr das Einatmen durch die Nase und Ausatmen durch den Mund. Einatmen durch die Nase, Ausatmen durch den Mund und immer im gleichen Rhythmus, langsam, langsam tief, bis alles ausgedehnt ist. Ja, so richtig einatmen und dann ausatmen. Das ist die Atmung, die Atemtechnik nach Buteyko, die einfache Variante. Da gibt es sicherlich speziellere Möglichkeiten noch, aber das ist das ganz einfache. Das andere ist die 4-7-8 Atmung. Die ist auch interessant. Das bedeutet, dass ihr für 4 Sekunden durch die Nase einatmet, dann für 7 Sekunden oder bis ihr 7 gezählt habt, die Luft anhaltet und dann für 8 Sekunden oder wenn ihr bis 8 gezählt habt, die Luft also so lange ausatmet. Ja, also 4 Sekunden. Vorher müsst ihr immer die Lunge leer machen, so richtig mit Geräusch. Die Lunge leer machen und dann bis 4 zählen und einatmen durch die Nase. Dann bis 7 zählen, alles anhalten. Und dann bis 8 ausatmen. Und dann wieder einatmen. Durch die Nase. Okay. Das heißt, das sind diese beiden Atemtechniken. Die letzte, die 4-7-8, ist perfekt, wenn ihr Schwierigkeiten habt einzuschlafen. Wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, dann schlaft ihr schön ein. Okay, das nächste ist, Punkt 14, sind sogenannte Sauerstofftropfen. Vita Drops nennen die sich. Die gibt es von der Firma Vita Chip. Werden wir auch verlinken. Vita Drops, das sind eine bestimmte Mischung von Mineralien, die mit Informationen versehen sind. Und wenn man die ins Wasser gibt und das trinkt, sorgt es dafür, dass der ganze Körper mehr Sauerstoff aufnimmt, beziehungsweise dazu führt oder geneigt ist, die Sauerstoffaufnahme zu verbessern. Das kann das Ganze noch zusätzlich unterstützen.
testet im Moment bei ganz vielen Menschen, die eben immer diese Maske tragen müssen. Der letzte Punkt, das ist eigentlich kein wirklicher guter Punkt, das ist so, ich, der Vollständigkeit halber trotzdem erwähnt, es gibt dann schlussendlich, wenn das alles nicht hilft, gibt es auch eine Möglichkeit, sich vom Arzt bestimmte Maschinen verschreiben zu lassen, die einem bei der Atmung helfen. Das kann am Anfang vielleicht wichtig sein. Und ihr wisst, Sauerstoff ist absolut lebenswichtig fürs Gehirn und für die Entgiftung des Körpers und für die Versorgung des Körpers. Deswegen kann es sein, dass man da zumindest für eine gewisse Zeit Unterstützung braucht. Und das eine ist eine Unterstützung der Atmung selber. Das sind die CPAP-Geräte. Die sorgen dafür, dass quasi, wenn ihr einatmet, mit einem bestimmten Nachdruck Luft nachgeschoben wird, sodass die Atmung tiefer wird, auch wenn ihr schlaft, dass ihr nicht zu flach atmet. Und das zweite ist die klassische Sauerstoffversorgung, dass ihr quasi Sauerstoff zusätzlich extra noch mit in die Atemwege gepumpt kriegt, damit ihr eine bessere Sauerstoffversorgung habt, auch wenn ihr nicht so tief und stark atmen könnt. Aber das sind Dinge, die muss man vom Arzt verschreiben lassen und es sollte vielleicht das Letzte sein, was man macht. Vorher sollte man erstmal alles andere probiert haben. Gut, das waren die 15 Punkte, um die Sauerstoffaufnahme zu verbessern. Wenn ihr nicht wisst, ob ihr Probleme mit Sauerstoff habt oder nicht, könnt ihr es einfach mal messen lassen beim Arzt oder ihr besorgt euch, das kostet mittlerweile nicht mehr viel Geld, so ein Pulsoximeter und schaut mal selber nach, wo denn eure Versorgung steckt. Aber manchmal kann es sein, dass ihr zu wenig Sauerstoff habt im System und trotzdem an diesem Oximeter gezeigt wird, dass genug Sauerstoff da ist. Also es gibt manchmal dieses Problem. Das heißt, wenn eure Symptome, die ich vorhin genannt habe, passen zu einem Sauerstoffmangel, dann solltet ihr auf jeden Fall mal in diese Richtung weitergehen. Entweder die ganzen Tipps durchprobieren oder euch mal testen lassen. Dann seht ihr, was los ist. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Schaut mal vorbei bei Instagram. Da haben wir noch ganz, ganz viel mehr Infos für euch. Aber auch bei Facebook und Telegram. Aber vor allen Dingen der Instagram-Kanal, der ist ganz, ganz lehrreich noch. Okay, in dem Sinne. Liebe Grüße. Ciao, der Matthias von die Praxis Family.